Hi Leute, mein Name ist Kero und ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen spannenden Bitcoin-Update-Video. Leute, auf meinem Channel erhaltet ihr alles, was Bitcoin angeht, was Trading angeht und was Krypto angeht. Also, wenn du neu bist auf meinem Channel, lass schon mal gerne ein Abo da, so bleibst du immer up to date, erhältst alle Informationen von mir, die du brauchst, um erfolgreich auf diesem Markt zu existieren. Und Leute, eine Frage besteht doch jetzt gerade. Was geht eigentlich mit Bitcoin ab? Können wir von dieser Stelle aus, wo wir uns gerade mit Bitcoin befinden, weiter nach oben bewegen? Oder ist das Ganze nur ein Fakeout? All diese Informationen in diesem Video. Deshalb schau dir das Video mal gerne bis zum Ende an. Und natürlich am Anfang des Videos wäre es extrem hilfreich, wenn du diesem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen würdest. Leute, dann lass uns nicht viel drum herum reden. Hier einmal kurz noch die Aussicht. Dann würde ich sagen, lass uns hier einmal direkt in die Charts reinspringen. Natürlich auch in diesem Video gibt es ein Update zu meinem immensen Trade aktuell mit Bitcoin, mittlerweile mit fast 150% im Profit. Natürlich alle Informationen dazu auch in diesem Video. Lass uns hier einmal direkt loslegen mit unserem Bitcoin-Chart. Leute, wie gesagt, jetzt gerade sehr, sehr spannend. Mittlerweile bei einem Preis von 26.750. Wie geht es weiter? Erst einmal, wir sehen natürlich, wir haben hier aktuell einen sehr, sehr wichtigen Widerstand vor uns. Und zwar diese gelbe Linie. Aktuell liegt dieser Widerstand bei in etwa 26.700 bis 26.800 Dollar. Das bedeutet, wir befinden uns genau auf der wichtigen Stelle, genau dort. Müssen wir jetzt nämlich durch mit Bitcoin, damit wir dann tatsächlich weiterhin nach oben gehen können. Und Leute, ich habe hier nochmal eine andere Feststellung gemacht. Und zwar, wenn wir hier noch einmal eine weitere Linie hinzufügen, sehen wir dann nämlich auch, dass es sich möglicherweise auch an dieser Stelle um ein sogenanntes Megafon-Pattern sich handeln könnte. Aber wie gesagt, jetzt gerade ist es extrem wichtig, dass wir 26.700 bis 26.800 Dollar nachhaltig durchbrechen können, damit wir dann davon ausgehen können, dass der Bitcoin-Preis noch weiter nach oben gehen kann. Aber an dieser Stelle möchte ich euch natürlich auch noch mal eine andere Sache zeigen. Und zwar, wenn wir hier noch einmal drauf gehen, und zwar der CPR, Genau, hier einmal der CPI-Indikator. Und Leute, der CPI-Indikator war ja in der Vergangenheit schon eine sehr, sehr große Hilfe gewesen für mich und auch für die Crypto-Kero-Community. Und dort haben wir jetzt aktuell theoretisch ein Preisziel von in etwa 27.200 Dollar. Unter der Prämisse, dass wir diesen Widerstand durchbrechen können. Und wenn auch die 27.200 Dollar dann durchbrochen werden können, können wir dann tatsächlich auch davon ausgehen, dass der Bitcoin-Preis noch bis zu dem nächsten Widerstand hochgehen wird, welcher bei in etwa fast 29.000 Dollar liegen würde. Aber auch das war noch nicht alles, Leute. Noch ein kurzes Update hier zu meinem aktuellen Bitcoin-Trade. Danach machen wir direkt weiter mit unserem Bitcoin-Chart, denn auch dort gibt es weiterhin sehr, sehr spannende Neuigkeiten, sehr, sehr wichtige Pattern. Lasst uns hier einmal darüber sprechen, was gerade mit meinem Bitcoin-Trade abgeht. Leute, diesen Trade hatte ich ja gesetzt mit der Crypto-Giro-VIP-Gruppe, komplett kostenlos. Falls ihr noch kein Teil davon seid, geht gerne einmal unten in die Videobeschreibung, klickt den zweiten Link an, dort dieses Dokument einmal ausfüllen innerhalb von 15 Sekunden und in der Zukunft verpasst ihr dann all diese Trades, all diese komplett kostenlosen Trade-Einstiege nicht mehr. Und zwar befinden wir uns jetzt gerade mit der Crypto-Kero-VIP-Gruppe in einem Trade und mittlerweile mit 151% im Profit. Und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, und auch die Crypto-Kero-VIP-Gruppe hat mich gefragt, Kero, werden wir diesen Trade schließen oder wird dieser Trade weiterhin offen bleiben? Leute, ich sage euch ganz ehrlich eine Sache. Ich persönlich glaube nicht, dass wir uns hier in einem Fakeout uns bewegen. Ich persönlich glaube wirklich, dass wir realistische Chancen darauf haben, mit dem Bitcoin-Preis noch weiter nach oben gehen zu können. Natürlich, wenn wir auch nochmal die Fakten hinzuziehen, die Fed hat jetzt wieder angefangen, Geld zu drucken, und ihr wisst ja auch, was passiert ist, als das letzte Mal, beziehungsweise als die Fed das letzte Mal Geld gedruckt hat, der Bitcoin-Preis ist extrem nach oben gegangen. Natürlich keine Sicherheit dafür, aber die Chancen stehen aktuell tatsächlich sehr, sehr gut. Und deshalb, dieser Trade wird weiterhin offen bleiben, 154% mittlerweile im Profit. Und wie gesagt, wenn ihr ein Teil davon sein wollt, komplett kostenlos, geht gerne in die Videobeschreibung, der zweite Link, Crypto-Kero-VIP-Gruppe, ausfüllen innerhalb von 15 Sekunden. Dann seid ihr ein Teil der Crypto-Kero-VIP-Gruppe und habt mit eurer ersten Einzahlung auch nochmal die Möglichkeit, bis zu 8.000 Dollar komplett gratis mitzunehmen. Lass uns hier noch einmal kurz zurückgehen auf den Bitcoin-4-Stunden-Chart. Denn auch dort haben wir eine sehr, sehr wichtige Information, hier den CPI-Indikator nochmal wegmachen. Und zwar sehen wir jetzt aktuell auch, dass sich möglicherweise an dieser Stelle ein sogenanntes,
ein sogenanntes inverses Head and Shoulders Pattern zustande kommt. Auch dort müssen wir aktuell dann dafür die $26.800 in etwa durchbrechen, damit wir weiterhin mit dem Bitcoin-Preis nach oben gehen können. Aber Leute, auch nochmal eine andere Sache, die wir unbedingt klären müssen. Und zwar sind wir jetzt in einem Bullenmarkt angekommen. Lasst uns dazu einmal rübergehen auf den Bitcoin-Tageschart. Und zwar auf dem Bitcoin-Wochenchart, meine ich. Genau. Und ihr wisst ja wahrscheinlich auch schon, der EMA 200, wie wichtig diese blaue Linie hier eigentlich ist. Leute, diese blaue Linie haben wir mittlerweile durchbrochen und genau an dieser Stelle hatten wir auch einen vorangegangenen, sehr, sehr wichtigen Widerstand. Dieser lag bei in etwa $24.820. Und seitdem wir diese Linie durchbrochen haben, wird es umso wichtiger werden für Bitcoin, dass wir diese aktuell laufende Wochenkerze oberhalb von 24.822 beziehungsweise sagen wir mal 24.830 abschließen. Wenn es der Fall sein sollte, worauf tatsächlich die Chancen sehr, sehr gut aussehen, glaube ich wirklich, dass wir den Bärenmarkt dann erst einmal hinter uns gelassen haben und dass wir dann mit dem Bitcoin-Preis noch viel stärker nach oben gehen können. Und damit schalte ich hier noch einmal auf mein Gesicht zurück. Genau, Leute, hier noch einmal ein kleiner Einblick, wie es hier gerade bei mir aussieht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, gerne ein Like da lassen und natürlich auch, wenn ihr neu seid, auf meinem Channel gerne abonnieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video und genießt diesen abenteuerlichen Aufstieg von Bitcoin. Wir sehen uns. Bis dahin, euer Crypto Kero.